Hier, herzlich willkommen zum neuen Video, ne? Da sind wir. Ich und Pascal. Moin. Der hat sich nämlich angeboten, mir einmal zu helfen beim 44er. Und hat gesagt, wenn du mal Hilfe brauchst, dann hier sag Bescheid. Und ich gesagt, yo, beim 44er, weil alles schwer. Und da sagt er, kein Problem, ich bin stark, das kriegen wir hin. Und zwar ist jetzt scheiß Licht so. Und zwar wollen wir jetzt in diesem Video bei ihm die Frontlader-Konsole abbauen. Da ist ja nochmal, ja, ihr seht ja, hängt ja alles drum und dran und hängt alles im Weg und ist auch alles schwer. Und das wollen wir heute machen. Wir zwei beiden und er hat richtig geilen, einen richtig fetten Schlagschrauber mitgebracht. Ich glaube, das ist der größte von Makita, oder? Eine Nummer größer geht noch. Achso, eine Nummer größer geht noch. Okay. Der zweitgrößte, der hat er mitgebracht, der sollte reichen, um das Ding hier irgendwie klein zu kriegen. Dafür muss er aber raus. Ich habe aber leider Gottes mein Ladegerät hier mal wieder abgenommen vor Ewigkeiten. Also ich glaube nicht, dass es so ansprechend. Ich habe einen Booster hier. Wir testen das jetzt mal, was er sagt. Ist schon wieder irgendwie um 0 Grad. Mal gucken. Verbindung zu den Glühkerzen. Ja, nee, der hat eine Bändel im Anschlag. Ja. Und da sagte schon letzten Zuschauer, dass da wohl das Kabel runterhängt. Also kann das Ding. Sehen wir, wenn die Haube gleich aus ist. Wollen wir das hier machen oder vor der Werkstatt? Können wir auch hier, haben wir Licht, ne? Boah. So, wir haben jetzt ein bisschen Werkzeug hier geholt, Schlagkraftnüsse und hier, das ist dieser Makita alter Schwede. Ich weiß gar nicht, wie viel Drehmoment er hat. 600, 800, irgendwie so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall will der wohl. Passende Nüsse habe ich dazu. Checker läuft. Dann hier machen wir den jetzt erstmal aus und dann mache ich noch ein Erinnerungsfoto, wie das jetzt aussieht, damit ich das dann später auch alles wieder zusammenkriege. Ne? Klingt blöd, aber wenn ich das alles auf Palette liegen habe, dann muss ich mir dann erstmal wieder, ja, das ins Gewissen holen, wie das Ganze funktioniert hat. Das ist immer wichtig, vorher Bilder machen beim Auseinanderreißen. Aber sonst läuft der echt schön und Pascal sagte gerade, so schlecht sprang er jetzt auch nicht an. Ne? Viel noch zu. Dafür, dass du nicht glühen kannst und wir um Null haben, guck, wir haben Frost noch auf dem Rasen gerade noch gehabt. Das passt schon. So, Trecker aus. So,
Zündung auch aus. Dann hier kann das nämlich starten. Guck, und wenn das alles ab ist, dann kann ich schon ein bisschen mir weiterhelfen. Dann kommt er auch bald rein. Ja, verdecken müssen wir noch die Kabine. Die muss auch noch mal runter und dann muss er rein. Weil die kannst nicht innen drin runterheben. Das wird von der Höhe knapp. Nach einem Energy geht's jetzt los. Fast nicht, muss ich sagen. Oh, geil. Wo ist dein Kontern? Mit dem machen wir nochmal, was drehen da jetzt? Achso, alles da. 24. Knatter Max, soll ich gegen? Nö, ich mach das hier schon. So, dann kann ich. Ach, guck. Da ist. Dann müsstest du eigentlich jetzt so rausziehen können. Oh komm, das ging ja einfach. Feierabend, was? Feierabend. Wo ist die Scheibe hin? Hier ist die Scheibe. Stecken wir auch so wieder zusammen. Aber das Rohr ist doch auch nicht original. Das ist doch irgendwie vom Wasserrohr oder was, vom Kuhstall. Aber nun gut. Schränkebecken. Ja, irgendwie so. So, und jetzt fangen wir an hier. Wenn wir jetzt die vier Schrauben lösen, hängen dann auch hier unten dran, wa? Dann machen ja. Wir das. Dann schauen wir das nochmal. Die kann lose, die vier können lose, die zwei kontern ja noch. Ist da, ach so, das ist geschweißt in einem ja, Stück. Ja, das ist ein Stück. Ja, perfekt. Dann lass uns doch, dann lass uns das doch mal lösen. Wo habe ich denn meine 24er gelassen? Da haben wir nämlich schon die ersten festsitzenden Schrauben. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass sie so fest sitzt. Nicht nur du. Scheiße. Und du? Testen wir die anderen mal an. Ist der Akku voll? Der ist mir so voll. Scheiße. Da müssen wir ein Rohr holen, wa? Die Scheiße, Mann, ich dachte, jetzt sind wir gut gewappnet. Elend. So fest, wa? Okay, gut. Wir holen mal ein Stück Rohr. Ja, muss ich runter. Knattern und weiter lösen. Meinst du? Wenn er jetzt nicht schafft, wird er von dran. Dass der Knochen das mitmacht, es ist unfassbar. Der ist gleich erstmal bestellt. Der ist echt gut. Don Apparello. Was ihr vor dem läuft das Karten. 100%ig. So. Müssen wir mal gucken, dass wir hier. Tip top. Ja, so? Jo. Schön. Dann kämpfen wir uns mal weiter durch. wollen wir da mal mit dem Schlagschrauber probieren, ob das da unten geht? Ob er die lösen kann? Neues Loch, neues Glück oder so? Weil die deines Amtes. Oh, Elend. Nein. Akita sagt nein. Das nächste Mal doch auf Milwaukee setzen. Ja, das ist das neue Modell von Makita. Aber auf dem Kleiderschrank. Ja, genau. Ist er jetzt kaputt? Nee, die Nuss. Achso, die ist da unten. Ich dachte, er hat jetzt aufgegeben. Den Gedanken hatte ich auch. Ja. Wenn du die Schraube siehst, dann ist ja noch nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Wie das halten kann, ist mir ein Rätsel, ehrlich. Das ist mir echt ein Rätsel, wenn ich dich da mit dem Rohr dranhängen sehe. Das ist was.
kriegt. Wo kann der Kleiderschrankfreund wieder drauf? Der Kleiderschrankfreund. Er sagt gerade nämlich, das ist was fürs Regal. Guck. Die unteren beiden, eine noch lösen und die andere. Hoffe die eine, wir können jetzt beide anlösen, wa? Du kannst eigentlich, können wir beide anlösen, dann halte ich gegen, dann können wir nachheben. Richtig. So machen wir das. Satan, ja. Einen erstmal lösen. Und jetzt den hier, Vorsicht. Das fällt aber zu. Ja? 25, 30, Alter. 30 Kilo, 25? Ja. Koch. Sehr schön. Würde ich sagen, Palette holen, oder? Gleich auf Palette legen, den Scheiß. Ah, dann kommst du hier gleich ran. Guck mal, siehst du, wie viel Mock dahinter ist? Da ist doch noch nie jemand rangekommen. Das ist von Essen und Wissart. Ja, das sag mal du. Das ist ja. So, ich hole ihm eine Palette. Nur allein. Jawohl. Oh. Na gut, die sind natürlich auch. Und fett kann die liegen, du hast neu dran. So ist richtig. Was kann denn das Ding jetzt? Stehst du drauf? Ne, so drehmomentmäßig haben sie nichts angegeben, ne? Warten, Wunde. Tja. Aber das ist doch schon, das ist ja, wie du schon sagst, der zweitgrößte, ne? Ich meine auch. Was willst du denn da noch kaufen? Da bin ich ja von Bosch begeistert. Die Dinger. Ja, das sagt Joka auch. Von Kollege hat das Ding mit, von Bosch. Ich meine, der macht 800 Newton, der hat einen Radbolzen vom Trecker abgedreht. Ja, Joka sagt das auch. Der von Bosch ist gewaltig. Das ist hardcore, das Ding. Ja. Kostet aber auch ein Dusi fast, ne? Ja, das ist gewaltig. Aber Joka ist auch begeistert. Und die von Milwaukee sollen auch so gut sein, ne? Da kann ich die. Ja, hat mir zumindest mal einer im Gleisbau hier. Die haben die wohl auch, die neuen Dinger. Ja, habe ich einen Bekannten. Und der sagte, dass die ganz gut sind. Alte Firma, da hatten wir die von DeWalt. Aber dann haben die so einen Griff oben drauf noch, weißt du, diese großen so. Was ist das? Zoll haben die, glaube ich, Zollaufnahme da, das ist ja gewaltig. Aber ja, 2.500 Euro so ein Ding, ne? Wo fängst du an? Wo? Ach, hör auf. Wir können uns mit einem einfachen Hebel für 27,50 können wir uns auch helfen. Du. Stück groß, wenn du geht, setzt uns immer ein Banzi. Ja, genau. Oh Mann. Yoshi, was hast du denn zu dem ganzen Elend hier? Was hast du, Mockwatt gewählt? Hydraulikleitung müssen wir immer mal abnehmen, ist ja logisch. Soll ich gleich im Lappen holen. So, zur Not noch eine Schade drunter, ein bisschen Putzlappen, aber jetzt sollte eigentlich alles, jawohl. Hier machen wir den drunter. Holländische Qualität, Dröpfchen für Dröpfchen. Hundertprozentig. So, dann müssen wir den ein bisschen runter. Was ist das, 32 oder ist das da unten? Müsste. Da kommt. Ja. Größer muss ich sagen. Habe ich aber auch lagermäßig da. Wir können ja auch oben lösen. Na, kannst du das oben lösen? Wir müssen kontern. Was brauchen wir denn da? 34, 36? Ja, 34, 36. Sascha, wir brauchen 34 oder 36er Schlüssel. Ich guck mal eben, ob ich was da habe, Sascha. Der hat mir nämlich mal hier zwei Schlüssel mitgebracht. 36 und 34. Ja, wenn die was tauchen. Ja, ich glaube wohl. Oder Sascha, die tauchen sicher was, oder? So, Sascha, 34, 36. Haben wir lagermäßig da, wa? Die sind eigentlich glaube ich. Das ist doch mal Verstärkung. Ist das was? Was? Ja, ehrlich, 36 ist es. Der 36er Schlüssel. Da haben wir ihn schon wieder. Kiek. Siehst du wohl. Schön. Tada! Dass er nicht ins Hin kann, Frog. Kann er den auch so abziehen? Vorne ist er schon nackig. Das ist jetzt an einem Stück. Ne? Das wird noch ein bisschen schwer. Da müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Auf jeden Fall würde ich sagen, erstmal die Kabinenschrauben hier lösen. Ne? Ja, Hydraulikanschluss erstmal. Den natürlich, genau. Der ist auf der anderen Seite, haben wir den schon lose. Und dann die Kabinenschrauben. Stapel links oder Trecker drüber, Schraub oben, dass er nach unten fallen kann. Genau. Und nicht zu Scheibe. Richtig. Das wird er eben sichern.
Gut. So ein bisschen auf Spannung und hierher. Ein ganz bisschen hoch. Ja. So müsste das eigentlich. Jetzt dürfte er auf jeden Fall ja nicht in die Scheibe reindonnern. Nee. Jetzt müsste das ja theoretisch zumindest. Also er ist ja noch nicht doll auf Spannung. Das heißt, der quält uns jetzt noch nicht. Das müsste jetzt ja mit Ratamax gehen. So, hier, jetzt ist er nackig. Das liegt die Geschichte hier. Einzig, was es noch nicht ist, ist das hier. Das sind aber nur noch die beiden Schrauben. Die beiden Schrauben und dann ist das hier auch runter. Ich habe die Schrauben von der Konsole schon gelöst und von der Kabine. Nur sie allerdings ein ganzes Stück runter gesackt, liegt jetzt hier drauf. Lassen wir jetzt auch erstmal sitzen, weil ich nicht weiß, wie weit das noch runter sackt. Das stört aber auch nicht. Die beiden Schrauben kann ich gleich selber lösen. Und was auch der Knaller ist, hier ist nämlich auch das Eisen, was an der Konsole saß, an der Kabine saß. Naja, das hat die Gruppe wohl verlassen, so wie es aussieht. Irgendwie mal komplett abvibriert. Das sitzt normalerweise hier so dran. Ja, das ist irgendwie jetzt weg. Das ist nämlich sind diese ollen Dämpfer drunter, aber der hat jetzt keine Funktion mehr. Naja, bevor da jetzt irgendwas passiert, lasse ich lieber auf der anderen Seite den noch dran. Das ist aber nicht weiter schlimm. Weil, wie gesagt, stört uns jetzt erstmal nicht. Was sieht denn besser aus, sag mal, hier? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, mit oder ohne Frontlader-Konsole? Ich finde ja, mit Konsole sieht ein bisschen bulliger aus mit den beiden Hörnern vorne, ne? Ja, du musst eine Hydraulik vorne dran haben, dann sieht das wieder sexy aus. Ja, ja, klar, wenn du Fronthydraulik hast. Wobei, wenn du Fronthydraulik bei den Dingern hast, dann sehen die ja scheiße aus, weil die Scheiben von da oben wandern, ne? Dann hast du die Lampen hier oben drin, das sieht auch Lampenbügel auf der Kabine nicht so cool aus, ja, genau. Aber ja, das Ding hat uns wieder den Arsch gerettet. Der olle Knebel hier. Oh ja, und genau, was ich jetzt entdeckt habe. Hier ist alles in Ordnung. Aber hier ist tatsächlich ein bisschen ölig. Ja, wenn ich hier mal so gucke, da ist irgendwas am Siffen, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Ich dachte eigentlich, dass ich die Vorderachse relativ in Ruhe lassen kann. Nee, das soll wohl nicht, das soll wohl keine. Ja, soll wohl nicht erspart bleiben, der Scheiß. Nun drehen wir die Schrauben wieder rein, wo sie drin saßen, was man zumindest so sieht. So wie diese hier zum Beispiel. Die gehört hier rein, ne? Das machen wir jetzt schon mal wieder fertig, weil das kann man dann nicht verkleben, weißt du? So, ich habe jetzt hier ein Eimersystem gemacht, weil jetzt müssen wir aufpassen, dass die Schrauben nicht durcheinander kriegen. FL, Frontlader-Konsole. Und jetzt habe ich noch so eine Back hier, wie nennt sich so ein Setzkasten. Da steht jetzt drauf einfach Haube. Stumpf ist Trumpf, weil die Haube muss ab und jetzt müssen wir gucken, dass wir die Schrauben.
Das werden wahrscheinlich eh nur zwei sein, ich weiß es nicht. Lass mal kippen den Eimer hier. So. Vier Schrauben. Nur hier innen drin die beiden, oder aber... Nö. Das Seitenbleche kann man ja auch schon mit runternehmen. Die eben lösen. Das war der erste. Oh, ist mal dran. So, dann muss die andere natürlich noch drin. Ja. Ich hab's, weg können wir jetzt nicht. Schön. Drehen wir hier noch eben. So. Ja. Kommt auf dem IH-Haufen. 800 Mark, kannst du mitnehmen. 800 Mark, IH-Haufen. Nun sieht das schon nackiger aus, ne? Turbolader drauf. Auf geht's. Traktor-Pulling. Und die ganzen Deutsch nass machen. Ah, die Sympathie sinkt endlich. Ach so. Hat der IHC sich festgewöhnt, ist er nur noch kurz Luft gekühlt. Ja, ja, genau. Er ist nämlich Deutschfahrer, eigentlich. Ja. Deswegen arbeitet er auch mit Handschuhen. Normalerweise arbeitet er ohne, aber jetzt muss er mit Handschuhen arbeiten. Das macht er sich hier. Du brauchst deine Hände scheiße. Ja, genau, richtig. Oh Mann. Guck, das Ding hier hat glaube ich auch richtig Lot. Das ist komplett Guss, ja? Ja, aber ist geteilt. Ist geteilt? Ja. Das ist ein Klotz und das ist ein Klotz. Ja, ja, das ist richtig. Aber beides will ich nicht auf dem Fuß liegen. Nee. Aber das ist, da kann ich mir mal mit vermachen. Das ist nicht das Problem. Schön. Ja, aber der Rest ist Blech, das kriege ich alles hin. Das war jetzt so, das Schwere war es jetzt, ne? Ja. Jetzt nochmal irgendwann die Kabine. Aber dafür muss ich mir erst noch schlau machen, wie das alles sitzt. Mit Schrauben. Die reißt aber nicht so schnell runter, glaube ich. Da musst du gucken. Besser Scheiben rausnehmen oder von hinten mit dem Stab. Ja, so sieht es nämlich aus. Das ist nicht so eine schnelle Aktion. Außerdem muss ich gleich zum Kindergarten meine Tochter abholen. Wir haben es nämlich 9 nach 12. Ja. 12 nach 9. Dann fahren wir ihn das wieder rein, oder? Wir, du, ich fahr kein Kombi. Nee, stimmt, du fährst nicht. Nicht, dass er sich an was Gutes gewöhnt. Ne? Die Diskussion habe ich ja auch immer mit Matthias. Rückenschmerzen auf Reifen muss ich nicht haben. Was fährst du für einen Trecker? Deutz 5006 und ein Knubbeldeutz von 51. Ja, der Knubbel, da bin ich ja bei, ne? 50, obwohl die 5006 sind eigentlich auch schöne Trecker, muss ich sagen, muss ich wirklich sagen. Der 68er, der hat mein Vater mir angeboten, den hat mein Bruder jetzt, ich sag, den will ich nicht haben. Ach, mit dem Hoch, mit der Kabine, oh, mit dem Kupplungspedal. Gewaltig hoch, ja, richtig, genau. Aber der 5006, das ist ein SULD. Wobei, da hat mir auch einer geschrieben, wenn du eine Kabine drauf hast, also das Ding hat ja ein Fritzmeier oder ein D-Tech Verdeck. Kabine müsste länger sein. Ja, und dann hast du ein vernünftiges Pedal, hast du aber ein Fritzmeier Verdeck, dann hast du dieses scheiß Kupplungspedal, wo du drüber fällst. Das ist von der Kabine tatsächlich abhängig. Ja, das ist bei Comic dann aber wieder schöner gelöst. Ja, weil die hier vorne einen Tritt haben und dann gehst du halt rein. Ne? Ist ein bisschen kompakter gebaut. Und auch hier bei dem Fritzmeier Verdeck ist auch schöner, da fällst du halt nicht drüber, ne? Da hast du vernünftigen Durchstieg. Ne? Wenn du das so anguckst, der Deutz hatte das irgendwie hier, das Pedal, so ganz blöd im Einstieg. Mhm. Warum, weiß ich nicht, ist halt so. Aber der Anspringen, wieder eins, ne? Ist einfach so. Das war tipptopp. Ja. So, bei uns sind ja alle Farben. Also ich bin ja tatsächlich total unvoreingenommen. Das ist ja richtig, ist ja totaler Quatsch, wenn du das sagst. Zum Beispiel habe ich einen Zuschauer, der hat einen Brennson, diese China-Dinger. Ja, die sind nicht verkehrt. Der läuft. Also wie ich hier, der läuft. Das ist echt, das ist ein guter Trick. Habe ich nichts gegen. Habe ich echt nichts gegen, ehrlich nicht. Also ich bin tatsächlich auch Ford und so und Fiat. Aber Branson ist auch wieder rot, der Stabler ist rot, die HC ist rot. Ja, ich muss dazugeben, dass es ein bisschen rot belastet. Ich selber mag ja ich mag ja IHC unheimlich gerne. Ist ja nicht ohne Grund, dass ich die Dinge habe, aber ich habe auch echt nichts gegen andere Marken. Ne? Jeder Schlepper Vor- und Nachteile. So sieht's aus. Jetzt ist das schöne Luft gekühlt, du hast jeden Zylinder für dich einzeln. Und du hast mit nichts was zu tun. So, und hier, gut, für die Laufleistung, okay, wenn du da musst du öfter mal was merken. Ja. Das sehe ich bei meinem alten Sourcen auch. Aber hier, du nimmst den Kopf runter, haust die Büchsen rein, Planschleife, fertig. Mhm.
Aber beim Deutz muss auch jedes Jahr ein Frosch ins Tank, ne? Beim Deutz? Ja, ganz unbedingt. Wichtig, ganz ja, richtig, genau. Winterluft in den Reifen. Ja, Winterluft. Muss ja bald wieder Sommer und kommt ja, Sommerluft. Genau, richtig. Aber laut dafür, ne? Die Deutz, die sind ja so laut. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Coolbesten, sagt Vater immer. Ja. Staubsauger. Okay, hier er raucht noch eben zu Ende. Dann drücke ich ihm die Kamera noch mal in der Hand und dann zünden wir den nochmal und dann fahren wir den rein. Ob er wohl ohne Überbrücken anspringt, müssen wir gucken, was die Batterie sagt. Hier haben wir gerade gesehen, ist auch noch, hier hat er sich mal so ein bisschen durchgearbeitet. Weiß nicht, ein bisschen verformt von der Wärme oder was. Und sonst, was war noch? Genau, die ollen hier, die ollen Simmerringe an der Achsen haben wir entdeckt. Jo, und der Rest wird sich zeigen. Da wird auch das eine oder andere zutage kommen. Das ist einfach so. Unter der Kabine. Ja, die Kabine, die muss sowieso komplett durchsaniert werden. Tetris für Große. Ich habe letztens einer geschrieben, wieso fährst du den Start noch nicht hier vorne? Ist einfacher. Danke für den Tipp. Ja, jetzt müsste das Ding da, aber er kommt sowieso bald rein. Der muss jetzt bald in die Scheune. Ja, aber sonst hier kann ich ja nicht schrauben auf dem Schotterplatz. Genau. Guti, dann kommt der Stapler rein. Aber erstmal müssen wir das Gerümpel hinter dem Stapler wegkriegen, ja? Vor allem, wenn da so diese Vögel zwitschern. Hier wird wieder Frühling, ne? Hörst du das? Herrlich. Herrlich. Dann 844 ist soweit nackig vorne. Ich kann jetzt weitermachen. Pascal, vielen Dank an dieser Stelle. Gerne, gerne. Richtig cool. Und ja, hast du noch was zu sagen? Blieb gesund, wa? Blieb gesund. Genießt das Wetter. Genießt das Wetter, so ist richtig. Dann Samstag siehst du dich schon im Fernsehen. Oh, das kostet aber. Das kostet. Das kostet. Samstag siehst du dich im Fernsehen. Ja, nee, sonst eigentlich alles gut, ne? Okidoki, dann war das wohl ein eigenes Video? Ja, oder? Kann man machen, ne? Müssen wir gucken. Ja, ich check mal, ob das ein eigenes Video war oder nicht, wie lang das Ganze wird. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis Mittwoch. Tschüssi.